Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Let's Play zu Last Epoch. Jo, muss kurz nachschauen. Jo, jetzt, also. Bin ich zu sicher, wenn ich zu langsam auf den Knopf drücke? Ich möchte ihn aber nicht hören lassen. Ob es angeht, ich muss ja eben nochmals diese, der neue Bildschirm holen und dann die Webcam wieder haben. Jo. Möchte euch natürlich wieder mich zeigen lassen. Während dem Let's Playen. Und dem Livestream. Im Livestream ist es halt schon fast Pflicht. Natürlich cooler, wenn man auch ein bisschen in das Gesicht schauen kann während dem Zuschauen. So, Armor Shred, Elemental Damage. Also Elemental Damage brauchen wir eigentlich nicht so viel. Aber ich muss das Amulett mal weghauen. Mir einfach sonst zu wenig Glied, dass man immer wieder blocken kann. Also sowieso. Okay, die Crits gehen irgendwie runter. Ich brauche aber das. Was machen wir noch kurz? Irgendwo haben wir doch Poison Resistance gehabt. Hier. Und genau hier. Ja, Elemental Damage brauchen wir ja nicht. So, jetzt können wir gegen den anderen. Hallo, komm. Wir sind ein bisschen zu weit weg gewesen schon. Okay, ihr seht. Sehr, sehr. Ja, lasst ihn looten. Deshalb mag ich nicht so. Ja, Builds, die noch nicht so stark werden, wenn sie nicht zu viel kriegen. Ja, ich muss es ändern. Nein. Weg damit. So. Ja, jetzt machen wir viel mehr Schaden. Sehr gut. Noch ein bisschen werfen, so. Sehr gut. Das geht schon, aber es dauert halt ein bisschen. Da haben wir leider nicht gerade so gute Bild dafür, für diesen Gegner. Ich hoffe, beim zweiten Mal sind wir schon ein bisschen stärker. Ja, wenn er jetzt nicht uns gerade angreift, geht's mit dem Schaden. Aber der Giftschaden macht da zu viel Schaden. Da. Diese Pfützen. Okay, man muss nur die richtige Taktik rausfinden. Boah, bist ein bisschen zu laut bei mir. Ich muss mich ein bisschen drum kümmern, dass es nicht so laut ist bei mir. So. Minion Damage. Ne. So. Ja, ich habe ein bisschen zu laut eingestellt jetzt. Ein bisschen Testing gemacht, ob ich es gut höre. Und da doch alles ein bisschen lauter gestellt. Oh, muss ich da alles aufweisen? Ich habe Hunger. Immer während dem Let's Playen habe ich Hunger. Also, wir haben jetzt optimal auch unsere Ausrüstung. Oh, hey. So, das Spiel ist gerade ein bisschen am Nerven, habe ich so das Gefühl. Kennt ihr das, wenn ihr manche Sequenzen im Spiel nicht mögt? Na, da fängt es bei mir an. Und tschüss. Oh, hallo, noch einer. Ja, das ist ja blöde, wenn du angelockt wirst vom Toten, hä? Stirb doch. Stirb doch. Ja, wir müssen unbedingt irgendwas machen. Wir müssen ein bisschen Items finden zuerst und so für diese Klasse. Einfach die Damage-Items, die droppen nicht für diese Klasse. Also für andere Sachen von der Klasse aus. Aber irgendwie nicht so genau das, was ich für den Bild brauche. Ja, der Bild braucht Physical Damage, Bosch, also Physical Shred. Und, Crit-Fran.
Fit Multiplayer, Click with Chance. So Sachen droppen einfach um diesen Zeitpunkt noch nicht so gut bei dieser Klasse. Ja, eigentlich allgemein erst spät, oder? Das ist. Naja. Es ist einfach am besten demotivierend. Es ist nicht. Es dauert nicht länger, also viel länger, aber einfach demotivierend. Brauchen noch mehr Schaden. Ich hätte früher vielleicht die Crit-Notes holen sollen. Bei Multishot. Und bei Flurry. Aber bei Flurry, da greifen wir nicht an. Also. Braucht man ja eigentlich gar nicht so. Was ist das eigentlich? Ist das ein Gegner? Der ist wahrscheinlich seit März da. Existiert seit März. So. In diesem Akt könnten wir das erste Mal sterben, eventuell. Ich weiß schon an welchen Gegnern. An diesen Reflekt-Gegner da. Die so eine Aura. Also diese Adlerwesen von Relief. Relief. Wie man die anspricht, leider. Habe ich nie gehört. Ich finde es ein bisschen schade, dass englische YouTuber nicht so aktiv sind, eher Builds machen. Ist klar, mit den Builds können sie viel Geld verdienen, wenn sie ja viel Werbung schalten können. Aber geht's immer ums Geld? Den Leuten geht's immer nur ums Geld. Keine Ahnung. Es ist so schwer, so wichtig, Geld zu horten. Ich fühle mich nicht gut, wenn ich zu viel Geld habe. Muss ich immer etwas kaufen. Etwas Großes. Für wenig kleine Sachen. Ja, das ist wirklich so. Aber irgendwie gefällt mir der Bild jetzt gerade wieder. Ja, gegen zähe Gegner macht er noch zu wenig Schaden, aber er macht halt wirklich viel Eye Damage mit diesem Multishot. Ist schon gut. Aber manchmal nervt der Bild. Und der geht immer besser, das finde ich so toll. In Last Epoch werden die Beats manchmal auch immer besser. Je nachdem. Ja, wo sie denn einfach in der Kampagne und dem ja, Monolithenzeug sind. Aber es ist halt doof, wenn man wie jetzt ein letztes Beat einfach liest. Ja, Lagon, ja, da greifen die Schwerter nicht an. Okay, muss man einen neuen Beat machen. Das war der Hauptgrund, wieso ich jetzt einen neuen Bild genommen habe. Und der zweite Hauptgrund ist, ich habe ihn gefunden. Schade, noch ein Punkt. Noch zwei Punkte sozusagen. Also hier brauchen wir noch einen. Dann brauchen wir hier noch einen Punkt. Piles of Arrows. Kann man den eigentlich benutzen zum Gegner schneller töten? Ja, okay, macht schon ein bisschen Unterstützung Schaden, aber zu wenig Schaden. Schade. Naja, Smoke Bomb nutze ich irgendwie nie, weil ich es einfach nicht unbedingt im Kampf ja, merke. Ja, ich muss ihn noch einsetzen. Bei der Puppe da macht es natürlich automatisch mehr Einsatz. So, hier muss ich noch rein. Mana Effizienz. Okay. Kostet gar nicht so viel Mana. Und wir haben bald die Not, wo uns auch wieder Mana gibt. Im passiven Trick vom Marksman gibt es in der Mitte rechts. Dann Not, ich glaube das zweitrechteste in der Mitte, also, ja, nicht oben oder unten, sondern in der Mitte. Gibt uns ein bisschen Mana per Hit, glaube ich. Ob das jetzt genügend ist, weiß ich nicht. Eigentlich nicht so sehr, sonst würde man die Schuhe ja nicht brauchen dann später. Aber die Schuhe geben halt viel Dodge. Während wir kanalisieren und das ist sehr wichtig. Aber brauchen wir das schon vor, also
Bevor wir sie haben? Nee, glaub nicht. Wir werden es ja sehen, aber... Ja, wieso nicht austesten? Wieso nicht... Jo, ein Bild. Also ich tue jetzt vor allem auch Rogue spielen, weil es gibt ja noch so ein Cinderstrike Melee-Bild. Aber da brauche ich ein bestimmtes Unique. Zwei sogar von dem. So ein Dolch, also zwei Dolche. Und ja, die würde ich gerne auch dann irgendwann mal nutzen. Einfach umskillen. Und schon hat man eigentlich. Und ja, noch Equipment natürlich. Und schon hat man einen anderen Bild. Und irgendwann haben wir genügend Items, um einen Profi-Bild zu machen, der wirklich richtige Items braucht. Doch bis dahin ist halt ein langer Weg. Ich freue mich aber drüber. Ich bin gerne OP. Ich habe so viel Freude, wenn ich ein bisschen OP bin. Muss jetzt nicht mega OP sein oder sowas. Ich will nicht mich auf OP-Bates konzentrieren. Muss es aber. Aber, ja. Mir kann das Spiel leicht genug sein. Muss jetzt nicht unbedingt so schwer sein wie die meisten anderen. Hey, hallo. Darf ich auch irgendwie treffen? Ja, die machen schon sehr viel Schaden, ne? Und das Heilen ist sehr stark, scheinbar. Ich finde irgendwie die Gegner, die Art Gegnergruppe, ist ein bisschen zu stark. Die haben sie nie genervt. Und jetzt kommen ja diese Mulpen, also diese, die sich ummanteln mit Klingen. Oh, Punktchen. Genau. Da muss ich, glaube ich, keinen Punkt mehr reinstecken. Na, hier. Ich will ja noch ein bisschen mehr Mana bekommen. Ja, ich hätte gerne ein bisschen ein anderes Key-System. Das ein bisschen weniger nachschlagen oder, ja, ein bisschen selbst, ja, einfach besser zum Verstehen ist, oder? Wenn man Builds hat, es ist so schwer zu skillen. Es ist besser, wenn die, ja, verschiedenen Skill-Bäume in den Builds ein bisschen vorhersagender sind. Das braucht man nicht und so. Dass man das irgendwie markieren kann oder so. Keine Ahnung. Jo. Einfach das Foreskin. Es fehlt ein Foreskin. Ja, den Schrein wollte ich noch mitnehmen. Oder ein Abplan, ein Abpausieren bei Last Epoch Tools oder so. Aber die sind ja gar nicht mit den Entwicklern zusammen. Das wird halt schwer, oder? Vielleicht sind sie schon zusammen. Könnten das einfügen. Oh, wie schön das Bluten aussieht. Ein Giftwesen, das blutet, sieht so ziemlich, fast schon rostig aus, aber so. Schön designt. Ich weiß ja nicht, ob ihr rostig eine schöne Farbe findet, ich nicht. Aber dennoch, so rostrot. Hat doch schon ein bisschen Coolness. Blut muss ja auch nicht immer so schön rot, dunkelrot sein und so. Pro Gegner. Ja. Eben anders. Ist es in dem Game eigentlich so, dass untote Wesen keinen Life Leech haben? Weil wir haben ja gar keine Untoten und wir können bei der beim Necromancer eigentlich auf Life Leech gehen, glaube ich, mit Idolen oder so. Also es macht keinen Sinn, dass unsere Minions dann Life Leechen können. Oder bekommen die nur Ward über? Keine Ahnung. Ich dachte aber, die hätten einen Live-Leech. Bin jetzt gar nicht mehr so sicher, aber jetzt, wo ich sage, jetzt, wo ich es gesagt habe. Shuriken. Wenn nur Shuriken irgendwie besser, ja. Nein. Ich nehme es nicht mit. Ich habe Shuriken nicht mehr so gerne. So, jetzt muss ich 4 Punkte in Sharpshooter nehmen.
Damit ich hier ein bisschen mehr Schaden mache. Und der Bild wieder so. Und dann sind wir eigentlich schon fast bei diesem Not, wo Mana gibt. Okay, jetzt geht der Bild wirklich los. Na, was machst du denn hier? Hä, hast mir eine Falle gestellt? Wieso spawnen manche Gegner dann einfach plötzlich irgendwann mal? Hm. Oh. Nein. Meine Güte, wieso habe ich die Map oder so geöffnet? Ei, rechts daneben. Ich habe den falschen Knopf irgendwie gesehen. Keine Ahnung. Auf die Schnelle habe ich einfach nicht so gesehen, wo ich jetzt gerade auf der Tastatur bin. Kommt manchmal vor, dass man einfach die Taste links neben der 1 drückt. So, na, wir. Ja, jetzt! Was war das für ein Gegner? Jetzt bin ich gestorben. Sind Ratten, die mega stark sind, Rampart sind. Oh, jetzt bin ich doch gestorben. Loser, Loser. Meine Güte, diese Mods sind manchmal einfach viel zu stark. Man ist kurz irgendwo hin und dann sind die Gegner einfach dann endlich mal da. Oder viel zu spät und dann stirbt man, weil man gerade in einem Menü ist. Dankeschön. Das Spiel ist manchmal so unfair mit diesem, oh, ich sehe einen Gegner. Oh, ich sehe einen Gegner, weil er mich angegriffen hat. Der Gegner sozusagen. Der Gegner aus. Ja, toll. 2 Schläge habe ich gehört. Haben mich schon getötet. Man kann ja noch squishier sein, oder? Draco schafft es immer. Nein, es ist einfach diese Mods. Also Rampart ist zu stark im Low Level. Freizeit! Hallo, ich bin mit den Aufnahmen. Bitte nicht. Tschüss. Ah, jedes Mal muss ich kommen. So, eine nette Dame, eine ältere Dame, aber die nervt mich. So, ich bin echt gestresst momentan wegen dem Tod. Ah, oh, liebe Entwickler, manchmal denke ich echt, müsst ihr so gemein sein zu den Spielen. Ja, dann die Updates kommen zu wenig oft. Zu wenig groß. Sie sind noch zu klein, die Entwickler. Aber dafür eben, das Spiel macht halt viel Spaß und man will halt so früh wie möglich dran sein. Hey, das Spiel ist jetzt 4 Jahre und das Spiel ist noch nicht richtig fertig. Bin ich noch ein bisschen doof. Aber gut. Nörgeln kann man halt immer. Ist echt ein bisschen nervig. Man halt so, ja, wie schnell und stark können Ratten sein? Ja, es kommt halt auf den Bild drauf an. Ah, hätte ich doch besseres Equip, hey. Defensives Equip existiert in diesem Spiel eigentlich nicht mehr. Er ist doppelt besüchtig. Ja gut, es ist momentan schwer, ich weiß, und ich habe eben wenig Zeit. Und ja, die alte Kluckere will natürlich auch noch etwas haben, da habe ich noch weniger Zeit. Hey, jetzt leckt es einfach. Das ist jetzt gerade ein bisschen zu stressig für mich, wenn so viele Gegner von jeder Seite kommen. Die sind auch ein bisschen zu stark, habe ich so das Gefühl, je nach Bild. Also, ich habe zum Beispiel einen Harvest-Bild gemacht, da habe ich auch kaum Assistente Items starten können. Und die, ja, diese Knochenwerfer da, die Klingenwerfer, die haben sehr viel Schaden bei diesem Bild gemacht. Gut, bei diesem Bild nicht so sehr, aber dafür sind die Ratten sehr schwer. Ich bin ein bisschen am Leiden. Gut. Aber, eben, wir gehen dann so schnell wie möglich. Nein, wir müssen die Kampagne doch ein bisschen weiter machen, sonst sterben wir zu oft oder machen zu wenig Schaden. Also wir machen die Kampagne bis Lagon. Ich weiß nicht, ob ich Lagon schaffe. Und ich muss unbedingt nochmals schauen. Nochmal ein paar Sachen.
reinlegen. So. Ich brauche irgendwas Defensives. Was brauche ich momentan? Brauche eigentlich Elementar Resistenz. Ich brauche nicht diesen Köcher. Nein, der ist schon gut genug. Ja, Heal of Arrow nicht. Ich muss jetzt nochmals auf diesen Köcher umstellen. Weil irgendwie andere Schuhe oder so. Die machen halt auch viel Schaden. Ich muss mir ein bisschen Gedanken machen bis zum nächsten Part. Und ich könnte diese Schuhe benutzen. Ja, ich nutze diese Schuhe, Handschuhe. So, und dann nutze ich noch. Irgendwas Defensives. Es gibt keine defensiven Items. Es gibt nur offensive Items. Offensiv, offensiv, offensiv. Was soll ich denn nutzen? Es gibt einfach diese Wortumwandlungsrobben und ja, so Wort per Sekunde und ja. Aber komm, für diesen Bild, nö, gar keine Items. Gibt es eine Rüstung, die für genau für sie ist, also für einen Bogenschützen? Nein, es gibt keine. Oh, dafür kann ich Moonwalken. Cool! Ja, es ist doch ein bisschen schwer mit diesem Bild. Ohne Items. Der Bild ist ein bisschen zu itemabhängig. Also man muss einfach die Defensive auch noch stacken können. Muss bestimmte Items haben, die einfach sehr zäh sind. Aber schaut euch mal den Skillbaum auch an beim Marksman. Es hat kaum defensive Nutz. Und wenn, dann nutzen wir sie nicht. Ja, ich sollte vielleicht schon doch ein bisschen auf das Half-Not gehen. Ja, davon habe ich mich gestern ein bisschen gefürchtet. Ich wollte gestern nicht mehr zu spät diese zwei Parts aufnehmen. Weil es eben einfach so ist. Was soll man denn machen? Ich will doch einen tollen Bild machen. Keine Ahnung. Macht euch mal ein bisschen Gedanken für mich. Ich hätte gerne Lösung. Oder was ich für ein Bild halt nutzen soll. Um so zum Beispiel den Roge mit Items zu füllen. Ja, alle Builds sind mir irgendwie so ein bisschen zuwider gewesen. Kennt ihr das? Ihr wollt ein Build haben und er ist zwar stark oder so, aber es der Spieß, die gefällt euch irgendwie nicht. Habe ich immer wieder. Ich weiß nicht, was diese Profis oder so, ich denke, sie sind gar nicht so profihaft, immer so minmaxen, damit es einfach keinen Spaß macht mehr. Ja gut. Ich mache halt nur spaßige Bits. Nur spaßige Bits. Weil sonst müsste ich ja gar nicht spielen. Was keinen Spaß macht. Okay. Ich muss ein bisschen auf das Symbol achten. 2, okay. Es tut noch nicht so gut sammeln. Langsam habe ich echt ein bisschen Überlebensprobleme. Ich lieber noch ein bisschen weniger Multishotten machen, sondern Punkture. Die Punkture, die Punkten machen. Wieso heißt Puncture fast gleich wie Punkten? Keine Ahnung. Irgendwann mal in der Römerzeit jemand gedacht hatte, man müsste manchmal gleiche Wörter erfinden pro Sprache. Nochmal. Nicht so zäh sein. Jetzt kommt noch der Boss hier. Der war auch mal viel schwerer. Und jetzt stirb ich. Ja, da hat ja auch diese Reflex-Aura.
Ich weiß nicht, ob das Reflekt ist oder ob das nur Dot ist, aber es ist ein viel zu hoher Dot. Das ist irgendwie so, je nachdem, welches Bild du hast, vor allem für einen Nahkämpfer, dann extrem schwierig, da nicht zu viel Schaden zu bekommen. Okay. Noch ein Punkt dort. Oh, ich hätte den noch nicht nehmen sollen. Not happening. Oh, das kann ich, ich weiß. So. Okay, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Jo. Ich habe Lust auf, wie heißt's? Soulstone Survivors. Habe ich ja den ersten Part mal gemacht. Und ja, es ist natürlich nicht so viele Zuschauer, die den Part geschaut haben. Habe ich noch ein bisschen gewartet, aber jetzt bin ich eigentlich bereit, weil das Spiel halt auch sehr viel anspricht. Also, es hat ein Roguelike und da musst du halt gut ausweichen können, gut Schaden machen können, alles Mögliche. Das ist ein bisschen anspruchsvoller wie die Last Epoch. Ja, könnte auch gut ein Roguelike sein. Roguelite eher. Es gibt wenig Roguelikes und es gibt viele Roguelites, glaube ich. Also das ist eine schwere Kennzeichnung. Jetzt so langsamer, wir haben im Multishot auch wieder viel mehr Schaden. Oder einfach die Gegner haben nicht so viel Leben und deshalb ist das sehr viel stärker. Aber schon cool. Und ja, ich habe wahrscheinlich wegen dem Filter nicht so viele defensive Drops, die angezeigt werden. Das ist auch ein bisschen problematisch. Wenn der Loot-Filter gegen uns ist. Hier gibt es zwar noch eine gelbe Truhe. Ja, dann gelb und nicht mehr Gold. Früher waren sie Gold. Umrandet. Ist nur noch so gelb leuchtend. Aber die droppen halt wirklich nicht mehr genügend. Die droppen eigentlich viel zu schlecht momentan. So, haben wir noch einen Waypoint? Ich muss jetzt eben auffahren. Ich habe zu viel zu vor heute. Ich schalte eigentlich alles ab, hey, wo mir Zeit wegnimmt. Ich müsste eigentlich trainieren, nur es ist zu heiß momentan. Ich schwitze sehr. Das war auch nicht so. Also ich schwitze momentan warm, weil ich halt nervenkrank bin. Nerven brauchen ja auch Energie. Diese Nervenermüdung macht dann automatisch mehr Schweiß. So in der Jugend und als junger Erwachsener habe ich nie geschwitzt, gar nie. Weiß nicht, ob das ein Vorkenntnis war für diese MECFS-Krankheit. Also chronisches Fettig-Syndrom, was die Nerven übermüden lässt, obwohl man nichts gemacht hat. Und ja, das führt dann einfach irgendwie dazu, dass die Muskeln Schweiß absondern. Keine Ahnung. Aber der Schweiß ist ganz sauber. Er stinkt nicht. Mit Schwert. Ich weiß nicht, ist es ein Schwert? Nein, es ist ein Dolch, der Sindestrike in Melee verwandelt. Na komm. Nimm. Aber ich glaube, so viel Schaden macht der Bild auch nicht. Dass er so viel gespielt wird, er wird, glaube ich, nicht mehr so oft gespielt oder gar nicht mehr. Jetzt, wo auch nicht so viele Leute spielen. Also, ich finde es ein bisschen schade, dass viele aufhören nach einiger Zeit und keine Updates kommen. Einfach aufhören. Ja, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ja, das Spiel ist schon ein bisschen balanciert, dass man Gegner zu schnell tötet. Okay, jetzt ist das Spiel abgestürzt. Okay, dann mache ich da bis dorthin wieder.
Ja, der Waypoint war ja auch kurz. So, also ein Blackscreen mit einem Blackscreen tue ich. Kann ich auch mal kurz umschalten. Ich habe ja voll, also gar nicht zu Bildschirm. So. Jo, hier seht ihr. Also hier ist noch der Bild, gell? Und hier sind ja die Schuhe. Und jetzt muss ich nicht vergessen, wieder umzustellen. Ja, ich brauche einfach diese Idole hier, die Schaden machen. Bow Damage für den Anfang. Sind zwei Stück. Einer hat Elemental Resistance noch. Es fehlt noch an Items, die wirklich zäh machen. Aber die Schuhe sind vor allem wichtig dann. Ich hoffe, ich bekomme sie über. Ja, sie. 53 brauchen 53 auf Speed of Fire, genau. Bis dorthin müssen wir halt ohne Schuhe laufen. Außer jemand gibt mir die Schuhe vor. Also. Gut, dann tschüssi. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.